Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsätze der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und falls ihr euch das fragt bei dem Kanalnamen, jawohl, tatsächlich gelernter Klempner. Heute geht es um das Set eines unbekannten Herstellers. Ich habe ja vor einer Weile Klemmbausteinsets für mich entdeckt, die Videospiele aufgreifen. Bei mir geht es ja hauptsächlich um Filmthemen, aber nicht nur. Und neuerdings auch Videogames. Habe angefangen, oder mein erstes Videogame-Set war dann eben Link und das Heilrundschwert. Habe ich ein Video zu gemacht. Oder Claptrap von Borderlands. Und vor einer Weile bin ich auf dieses Set gestoßen. Und klar, hier geht es um die Normandy aus der Videogame-Serie Mass Effect. Könnt ihr euch erinnern, Mass Effect, ein großartiges Videogame. Ich bin eingestiegen erst bei Mass Effect 2 mit der Xbox 360 und war da begeistert, was dort passiert. Jetzt kannte ich den ersten Teil nicht, aber der Einstieg fiel dann doch leicht und war dann mit dabei, um den Konflikt mit den Saren. Entschuldigung. Oder Geth. Und als Commander Shepard dann wiederbelebt wurde mit dem Lazarus-Projekt, war ich dann dabei und in fremden Welten unterwegs. Ich denke, diejenigen von euch, die die Serie gespielt haben, werden sich daran zurückerinnern. Hab dann ein bisschen ausgesetzt, bin mit Mass Effect Andromeda wieder eingestiegen und hab mir jetzt vor kurzem erst, nämlich vor einer knappen Woche, Mass Effect die Legendary Edition besorgt. Und das hat eben was mit diesem Klemmbaustein-Set zu tun. Ich habe bei AliExpress wieder mal gestöbert und bin eben auf die Normen, die ich sag jetzt mal Platt 1 gestoßen. Und das hat mich begeistert, was ich da gesehen habe. Und so steht es jetzt bei mir auf dem Bautisch. Und dann habe ich mir überlegt, das ist doch eine gute Idee, mit Mass Effect wieder einzusteigen. Und was kann man Besseres machen, als die Legendary Edition zu spielen? Da geht es ja ganz von vorne los, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ja, zumindest steht sie jetzt hier, die Normandy 1. Wir machen das so, wie ihr das von mir kennt. Ich wechsle jetzt die Kameraperspektive, dann gucken wir gemeinsam auf die Steinequalität, auf die Anleitung. Dann seht ihr mal Bauabschnitte und dann sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Eins will ich schon mal vorwegnehmen, ihr werdet es in den Videos sehen, beziehungsweise am Ende, wenn ich euch das Aufbauergebnis zeige. Obwohl das Schiff, wie ich finde, ziemlich cool aussieht, wird es nicht bei mir im Klemmbausteinregal stehen können. Das ist eine echte Schande. Warum das so ist, das seht ihr jetzt in dem Aufbauvideo und dann sehen wir uns, ich wiederhole mich, ne? zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Also, bis gleich. Puff, da liegt sie, die Normandy oder Normandy, ihr wisst, was ich meine. Hab schon mal aufgemacht, eingescannt. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, da bei Claptrap Borderlands ist so ein bisschen die Überschrift, da habe ich ein Video zugemacht. Da zeige ich kurz, wie man das mit dem Runterladen organisiert. Und dann schütten wir mal die ganze Pracht aus. Circa 1900 Teile. Ich bin sehr gespannt. Nummerierte Tüten, das sind aber keine Bauabschnitte. Das heißt, ich werde die Teile sortieren müssen. Ist wieder ein Teiletrenner dabei. Sortieren müssen, dann gucken wir uns die Teile an. Also wechsel die Kameraperspektive, gucken uns die Teile an, schauen mal kurz auf die Anleitung. Jo. So, damit ihr seht, was euch erwartet nach dem Sortieren, wie immer. Die Draufsicht von oben und hier ist auch noch was. Jede Menge Plates, einige Tüten auch sortenrein sortiert. Ja, 1900 Teile. Dann wechsle ich jetzt die Kameraperspektive und gucken wir auf die Teilequalität und mal auf die Bauanleitung. Die Anleitung, blättern, kein Problem, rein, raus, zoomen, funktioniert. Das, was neu gebaut wird, ist rot umrandet. Dann gucken wir uns mal Steine an. Na, fangen wir mal mit den Bricks hier vielleicht an. Ja, geht ein bisschen hakelig ineinander, aber funktioniert. Ja. Haben wir hier den Technikrahmen. Nehmen wir mal die. Hält. Und einmal eins. Geht gut drauf. Vielleicht mal Plates. Sieht
gut aus, glänzt. Kann jetzt groß keine matten Stellen erkennen. Mal bei Schwarz schauen, ist ja immer so eine Sache. Die hier sieht auch ganz gut aus. Nehmen wir mal hier. 2x4 Fließe. Ich habe vorhin Plate gesagt, ne? Das war natürlich Fließen. Hier ist ein Kratzer drauf, könnt ihr das sehen? Da. Hier leider auch. Glänzt einfach sich schön, aber immer wieder Kratzer. Die sieht dann schon wieder ganz gut aus. Dann haben wir hier Plates. 4x6. Geht am Ende ein bisschen stramm zusammen. Und wenn jemand anders bei einem anderen Set hat mal ins Kommentar reingeschrieben, das wird auch wohl so sein. Die Shops kaufen die Steine ja bei verschiedenen Herstellern und tüten das dann ein. Da kann das schon mal sein, dass das dann, was Passform angeht, Passgenauigkeit angeht, nochmal schwierig wird. Das ist schön. Das geht super. Die hier. Ja, ich überlege gerade, gibt es noch was zu gucken? Was haben wir hier drüben? Nee. Ja. Also so, dass wir nochmal machen können, ist. Nehmen wir mal hier Pin. Das geht super weich ineinander. Das geht prima. Das gefällt mir. Ja, ich leg los. Ne? Ich muss die Kamera schon ein bisschen höher positionieren. So schaut es aus. Ne? Das mit dem Schwarz ein bisschen schwierig zu sehen. So vielleicht. Das ist eine stabile Technikkonstruktion. Hier dann von unten. Und dann werden Plates auf Plates aufeinander gesetzt. Ein paar Steine rein. 2x4. Das geht ganz gut. Alles hält gut. Alles klemmt gut. Keine Schwierigkeiten bis jetzt. Scheint ordentlich groß zu werden. Ich habe dann hier einen Seitenteil gebaut. Leider, könnt ihr das sehen, viele matte Stellen. Das hat auch nichts mit meinen Fingern zu tun. Vielleicht ist auch nur Schmutz. Nochmal drüber wischen. Vielleicht wird es dann besser. So, und das klemmen wir jetzt hier auf. Hier haben wir den beweglichen Teil. Und auf der anderen Seite hatte ich schon ein bisschen im Moment gekämpft. Das Einfachste ist, das rauszuklappen. Na, jetzt muss ich nur erwischen. Da anzunoppen, rausklappen, annoppen. Und dann rüber das Ganze. Und dann sitzt es. Ich bin bei Bauschritt 202. Leute, ich weiß nur nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ja, wie erkläre ich es am besten? Das Teil sitzt normalerweise hier oben drauf. Und gehalten wird es nur an zwei Noppen. Könnt ihr das sehen? Da ist ja mit dem Schwarz ein bisschen schwierig, vielleicht ein bisschen mehr Licht. Vielleicht ist es so besser. Es wird nur hier an zwei Noppen gehalten. Das ist das mit dem, na, ich nenne das mal Gelenk. Begriff fällt mir nicht ein, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und dann liegt das hier nur drauf. Das soll auch zuerst angebaut werden. Und dann hier diese beiden Seitenteile. Und die halten nur hier, seht ihr das, mit dem Balljoint, mit dem Gelenk, das ist alles. Und dann wird das hier rangeschoben und so bleibt es dann. Und das Teil liegt dann hier oben auf. Ich lasse es noch ab, weil es gern mal abfällt. Und das hält dann an zwei Noppen. So schaut es dann aus. Das sieht dann für sich schon schön aus. Ich bin mal nur gespannt, wie stabil das am Ende sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Rumtragen schwierig wird, weil das kann man hier auch einfach aufklappen. Und einige Dinge hängen wirklich nur an zwei bis drei Noppen, beziehungsweise ganz viel mit den Bars und den... habe ich noch einen Teil da, C-Clamps, also genau hier, also da wird ganz viel hier mit dem Bar und hier mit dieser C-Clamp, so nenne ich es mal, gearbeitet und da bin ich mal echt gespannt,
wie stabil das sein wird. So geht's, aber da wird man beim Tragen vielleicht vorsichtig sein müssen. Ich mach mal weiter. Also, sieht gut aus, aber bisschen nervig. Ich bin bei Bauschritt 325. Das Seitenteil wird gebaut. Inzwischen ist es stabil, weil das war schon eine wackelige Geschichte. Das geht irgendwie hier mit ein paar Plates los, bis es dann überbaut ist. Das funktioniert, aber ich muss so ein bisschen sagen, so richtiger Bauspaß kommt bei mir nicht auf. Die schwarzen Steine sind fast alle matt, leider. Was sieht man jetzt in dem Licht? Ja, denke ich ein bisschen. Bin mal gespannt, wie es dann befestigt wird. Und dann, ja, ich mache mal weiter. Wenn ich die andere Seite baue, dann zeige ich mal ein bisschen mehr hier zwischendurch. Habe jetzt so vor mich hingebaut. So ein bisschen das Gefühl, fertig werden. Ist nicht, weiß ich nicht. So richtig komme ich nicht rein. In den Bauspaß. Ja, die andere Seite, Flügel, das wächst halt. Die eine ist fertig. Ach, Moment, kann euch das mal kurz zeigen. Ups, die erstmal abgelegt. Werde ich dran bauen, wenn die andere Seite auch fertig ist. Ja, wenn es nicht matt wäre zwischendurch, dann sieht es, ja, ich habe noch ein bisschen die Finger drauf, das wische ich dann nochmal ab. So finde ich, sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wie stabil das alles sein wird. So schaut es von der anderen Seite aus. Die hier halten schlecht. Also da musste ich manchmal erst mal die oben zusammenbauen und dann sie drauf drücken. Die Plates sollen dann erst manchmal draufgesetzt werden. Kann euch das mal hier vielleicht zeigen. Hier und hier geht's. Aber wenn das auf, was mal hier, wenn das nur einer ist hier, ja, also das hat keine Klemmkraft. Da müsst ihr dann gucken, wenn ihr euch das Set besorgt, manchmal erst die Plates hinlegen, überbauen und dann die von unten anduppen. Dann hält's. Ne? Weil hier geht's ja jetzt auch. Das wird dann mit, könnt ihr das sehen, ja, so vielleicht mit Bricks bebaut. Dann hier eben die Plates. Die Konstruktion von unten. Tatsächlich geht der Bau von jetzt eben der anderen Seite besser von der Hand, weil die in der Anleitung ein paar Baureihenfolgen verändert haben. Und es geht sehr viel besser, macht dann auch teilweise sehr viel mehr Sinn, was die Reihenfolge angeht. Also tatsächlich macht mir die Seite irgendwie mehr Spaß, gerade komisch. Die andere Seite ist jetzt auch gebaut, ist fertig. Ja, eben spiegelverkehrt, ne? Schon okay. Und dann so eine Art, ja, könnt ihr das hier erkennen? So eine Art... Nee, Moment mal. So eine Art Leitwerk. Das schaut so aus. Da gibt es leider Farbabweichung. Die 1x1 Fliesen sehen ein bisschen anders aus. Baue ich später an. Denn jetzt wird noch, wusste ich gar nicht, dass das dabei ist, ein Stand gebaut. Das mache ich erst und dann bauen wir gemeinsam alles zusammen. So, jetzt wird es spannend. Ich hoffe mal nicht abenteuerlich. Das ist der Fuß. Stand, wie auch immer. Dann zwei kleine Fahrzeuge gebaut. Und was ganz spannend ist, das gibt dann auch hier so Füße. Die werden aber am Ende tatsächlich, ich habe ein paar Mal in die Anleitung geguckt, gar nicht an dem Modell befestigt, an dem Set, sondern einfach unten drunter abgestellt. Das ist es wird nicht an den Normandie festgemacht, da gibt es nichts, sondern gibt es auch ein Produkt und dann ein Bild, kann ich aber später vielleicht nochmal zeigen, dann wird es einfach abgestellt und fertig. Also das brauche ich dann am Ende nicht. Und jetzt sollen die Seitenteile angebaut werden und dann soll es auf dem Stand abgelegt werden. Das ist mir aber ein bisschen zu unsicher. Und meine Idee ist, das machen wir jetzt mal gemeinsam, meine Idee, mein Gedanke, dass, muss ich mal gucken, was vielleicht Sinn macht, das zuallererst hier drauf abzulegen. Bin ich mal gespannt. So, jetzt müsste das
Das soll halten. Also das ist ja jetzt aufregend. Jetzt soll das hier ab hier befestigt werden. Moment, ich muss mal kurz schauen. Das da drauf, das da hinten hin. Oh, dann gibt es mir natürlich sofort weg. Also das geht überhaupt nicht. Wie soll ich das denn ordentlich annoppen? Ich sehe jetzt hier auch nichts. Ich muss das mal an die Seite legen. Sorry. Ich muss das mal anders versuchen. Ich muss mal Kamera wegschaffen. So, ich habe versucht, das Set, das Modell jetzt ein bisschen ins Bild zu schieben. Ich kann das euch nicht zeigen. Also jetzt drehen, wie ihr das sonst von mir kennt. Jetzt verstehe ich das auch mit diesen Füßen. Die werden einfach hier nur drunter gestellt. Ein Fuß sitzt jetzt hier, um dieses Seitenteil hier abzustützen. Schaut mal, was das für eine wackelige Konstruktion ist. Und hier drüben, na natürlich ähnlich. Ach, jetzt fällt hier mir schon was ab. Und man kann das überhaupt nicht hochnehmen und wegtragen. Da fällt einem die Hälfte runter. Ich bin hat eben nur dran gefasst, hier drüben an der Seite. Das ist mir abgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt ordentlich rankommen soll. Schade. An und für sich gefällt es mir erstmal gut. Aber das war's auch schon. Also, das wird nicht bei mir im Regal stehen. Nicht, weil mir das vom Design her nicht gefällt. Das finde ich schon okay. Sondern ich werde es nicht nehmen können, problemlos und wegtragen können und dann drüben ins Regal packen können. Also hier, das da, zack. Also das, schade. Also ich werde es jetzt hier auch drauf stehen lassen. Auch da habe ich auch noch, seht ihr, das fällt mir jetzt erst auf. Hier vorne gehört ja auch noch was dran. So. Da ist jetzt wieder irgendwas abgefallen. Ich werde es hier so stehen lassen und nicht empfehlen können. Schade. Schade, schade. Ich habe mir mehr davon versprochen. Enttäuschend. Ich habe doch noch mal eine Möglichkeit gefunden, euch die Normandie von allen Seiten zu zeigen. Das ist übrig geblieben. Das sind ja die Fahrzeuge, hatte ich euch kurz gezeigt. Und hier ist, als ich das ja gerichtet habe, wieder was abgefallen. Eigentlich gehört das hier hinten hin und entsprechend das Gegenstück auf die andere Seite. Ich lasse es jetzt mal weg, weil ich nicht weiß, wie ich es jetzt ordentlich dran kriegen soll, ohne dass es wieder von den Füßen rutscht. Das machen wir nämlich jetzt so. Und ihr seht das hier. Das ist schon an und für sich beeindruckend, auch von der Größe her. Bin ja ein bisschen schon beim Fazit. Ich werde das auch jetzt dann hier drauf lassen für meine Präsentation. Also ich sitze ja dann da und die Kamera kommt von da. Ich werde es einfach halt dann passend drehen. Und dann ist gut. Aber ja, leider werde ich es mir so nicht ins Regal packen können. Das ist mir zu fummelig. Das ist mir zu nervig. Das muss ja auch abgestaubt werden. Dann komme ich da nicht ordentlich dran. Dann kann man es nicht in die Hand nehmen, mal irgendwie oder gescheit woanders hin abstellen zum Abstauben. Ja, dann, ich glaube, ich suche mir jetzt was von Lego raus, hab noch was da. Das bringt mich wieder ein bisschen runter. Dann kommen wir zu meinem ganz persönlichen Fazit. Mein persönliches Fazit zur Normandy. Erstmal ein paar Informationen zum Set bestellt und gekauft habe ich also über AliExpress in einem Shop Gano Replicable Mock Store. Bezahlt habe ich 110,22 €, geliefert worden 1886 Teile plus viele Teile, die übrig geblieben sind. Eine Setnummer habe ich nicht für euch. Ihr bekommt keine Bauanleitung in Papierform. Es liegt ein QR-Code dabei. Das hat völlig problemlos funktioniert. Rein, rauszoomen, kein Problem. Ich habe jetzt, merke ich gerade, mein Tablet vergessen. Aber wenn ihr andere Videos von mir schon angeschaut habt, da zeige ich das immer kurz. Das hat diesmal auch völlig problemlos funktioniert. Kommen wir zuallererst mal zum Design. Und das ist meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Echte Weltklasse. Ich persönlich finde, wenn man darüber nachdenkt, dass es hier um Klemmbausteine geht und eben nicht um Modellbau, ist die Normandy 1 wirklich gut getroffen. Die schöne, schlanke Linie. Dann hier mit den, ich nenne das mal Flügeln, Antriebssektion, das ist wirklich gut getroffen. Die Normandy, eigentlich vom Design ja keine schlechte Idee, steht auf einem Stand, den man aber nicht sieht, weil hier vorne das Symbol oder ein Symbol entsprechend zu sehen ist. Das ist ein bisschen schade. Was an und für sich erstaunlich ist, wenn sie hier so steht vom Design her, wie es gelungen ist,
sie in der Position, ich sag das mal ordentlich abzustellen, und das bei der Baukonstruktion. Da gehe ich aber gleich noch ein bisschen drauf ein. Es gibt keine Features, es gibt nichts zum Aufklappen und Reingucken. Die Normandie steht und dann ist es auch gut. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut, da hatte ich eigentlich großartig gar keine Schwierigkeiten. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist, dass im Endeffekt nahezu jeder Stein matt ist. Da fehlt der letzte Glanz und das letzte Finish. Trotzdem würde ich sagen, wenn man die Normandie sich ins Regal stellt oder wohin auch immer oder auf dem Tisch, dass das vom Weiten erstmal beeindruckend ist und dann sieht man die Schwächen, was die Qualität der Oberfläche angeht, erstmal überhaupt nicht. Kommen wir mal zum Bau. Und das habt ihr in den Aufbauvideos gesehen. Der Bau hat mir stellenweise nur bedingt Spaß gemacht. Das war dann schon an der einen oder anderen Stelle recht langweilig, ständig Plates übereinander zu schichten. Das wurde ein bisschen interessanter, wenn dann auch Bricks dazugekommen sind. Was ich erstaunlich fand beim Bau ist, mit welchen einfachen, aber dann eben auch wackeligen Lösungen, denn die Teile im Endeffekt dann hier angebaut oder verkleidet wurden, ich möchte das mal so nennen. Ich hatte euch das im Aufbauvideo gezeigt, ich mache das jetzt hier einfach mal. Das ist alles mit ein paar Gelenken gelöst. Das ist wappelig, ihr seht es hier. Man muss es da ein bisschen zurechtdrücken und sich einstellen. Und beim Bau ist es auch durchaus schwierig, weil das ein oder andere dann gern mal doch abfällt. Das hat aber nichts mit der Klemmkraft zu tun, sondern mit der Konstruktion. Und dann muss man einige Elemente wieder runternehmen, um das, was abgefallen ist, wieder anbauen zu können. Ich habe hier, das habt ihr im Aufbauvideo gesehen, die beiden letzten, ja, ich nenne das mal Seitenelemente weggelassen, weil ich eigentlich gar nicht mehr in der Lage bin, die jetzt im Nachhinein, was die Befestigung angeht, die wieder ordentlich anzubringen. Das ist in Anführungsstrichen doof. Das größte Problem beim Bau, und das habt ihr im Aufbauvideo gesehen, ist, dass wenn die Normandie einmal steht, so wie hier, auch wird stehen bleiben müssen. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich habe mich noch nicht getraut, sie hochzuheben, anders zu positionieren. Ihr habt es im Aufbauvideo gesehen, da habe ich ja hier die Normandie auf der Unterlage gedreht. Wenn ich die jetzt hochnehme, befürchte ich, bricht sie auseinander, beziehungsweise man hat eine Elemente in der Hand, aber den Stand muss man auch irgendwo hinbringen. Ich versuche das jetzt einfach mal gleich im Anschluss, nachdem ich es ausgemessen habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Gefehlt hat nichts, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, also alle Teile komplett und wie gesagt, relativ viele Teile übrig. Das hat mich erstaunt, vergessen habe ich da aber nichts. Ne, da ist dann zum Beispiel auch so ein Technikrahmen dabei, es wird aber nur einer verbaut. Okay, dann messe ich mal aus. Es ist echt schade, dass ich das gute Stück nicht ins Regal stellen kann. Das geht einfach nicht. Ja, habe ich 110 Euro eigentlich in den Wind geschossen. Ja, ich bin aber selber schuld, warum habe ich es bestellt. Ne? Lang ist die Normandie 71 cm hoch, ca. 18,5 cm und breit tief. Alles eine Frage der Perspektive. 34 cm. Ja, so kann man auch 110 Euro ausgeben. Ne? Soll kein Jammern sein. Das gehört dann halt manchmal dazu, dass man ein bisschen daneben greift. So, jetzt machen wir das mal live, wenn das für euch in Ordnung ist. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Dann zeige ich euch das mal. Also, man nimmt sie. Ich kann sie jetzt hier hochnehmen und seht ihr das? Da stehen jetzt ja die beiden Stands. Ich habe mich noch als, oder die beiden Füße, ich habe mich noch als gewundert, warum die nicht befestigt werden. Und dann war es klar. Und jetzt kommt ein bisschen das Problem. Ich sehe jetzt hier Abstelle. Ich muss ja den Ständer irgendwo. So, jetzt ist es schon passiert. Hier hat es schon Knack gemacht. Gehen die ersten Teile ab. Also, ihr merkt schon, ich mache das mal vorsichtig zurück und hoffe, ich kriege es drauf. Ja, da geht es schon los, das Elend. Seht ihr? So. Jetzt habe ich es geschafft. Also, wirklich schade. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wahrscheinlich habe ich es oft genug gesagt. Ihr könnt es schon nicht mehr hören. Also, dann war es das für heute mit einem schönen Design, aber eigentlich einem enttäuschenden Bauergebnis, wenn ich das mal so nennen darf. Und lasst mir den Daumen da, Abos und alles, was dazugehört. Ne, hier Klingel, Rimbimbim, wie ich das gerne nenne.
und einem Abo von euch würde ich mich freuen. Ich sage das jetzt nochmal, ich habe es im letzten Video schon gesagt, mir geht es gar nicht darum, hier irgendwie von irgendwelchen Firmen oder Händlern gesponsert zu werden. Das ist gar nicht mein Ding. Ich will die Sets schon selber mir kaufen. Habe ich mehr Spaß und Freude dran und ärgere mich auch mehr, so wie jetzt, dass es diesmal nicht geklappt hat mit dem ordentlichen Set. Okay, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt euer Brickklempner. Tschüss, tschüss.